Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir im Rahmen meiner Online-Aktivitäten der kleinen Musikschule Guitars and More hier in Bad Windsheim. Ich habe für euch ein Stück, das sich an die richtet, die einstimmiges Melodiespiel schon ein bisschen können, die auch wissen, wie man zum Beispiel Töne Fis spielt oder die anderen normalen Töne, wie jetzt zum Beispiel D, C, H, A, G, also aus dem im Tonraum C-Dur und G-Dur sich auch gut auskennen. Das Besondere hier ist der Ton A am fünften Bund. Der ist vielleicht dem einen oder anderen noch nicht geläufig, der so nach dem üblichen Gitarrenschulheften unterrichtet wird. Ich spiele euch das Stück mal vor. Jawohl, es ist nicht besonders lang, aber ich finde es ein ganz nettes Stück geworden. Wie funktioniert es? Wir haben also neben den Tönen H, C, D, auf der H-Seite haben wir auf der E-Seite immer das E und das Fis dabei und auch das G. Da ist wichtig, E, Fis, G zum Beispiel, dass man hier den Mittelfinger liegen lässt. Den Zeigefinger auf der E-Seite braucht man bei solchen Liedern meistens nicht, außer es würde jetzt irgendwo in den Jazz abdriften oder sonst irgendwie, weil die F-Note nicht dabei ist. Wenn das hohe A kommt, begibt man sich in die zweite Lage mit dieser Fingerhaltung. Zeigefinger zweiter Bund, deswegen zweite Lage. Der kleine Finger ist dann bei der hohen A-Note, Mittelfinger bei der G-Note, Zeigefinger bei der Fis-Note. So zum Beispiel. Ich zeige es euch nochmal. Genau, also man hat genau gesehen, man muss dann natürlich, wenn man sich da vom fünften über den dritten Bund, zweiten Bund nach unten arbeitet, muss man mit dem Mittelfinger natürlich dann das D nehmen. Normal macht es ja der Ringfinger in der ersten Lage, funktioniert hier aber nicht, sondern den muss man mit in die zweite Lage einbinden, dieses D. Jawohl. Ich spiele es euch nochmal etwas flotter vor. Viel Spaß damit, wenn ihr mehr Interesse habt an meinem Unterrichtsangebot. Ich habe da extra für Online-Unterricht ein Modell entwickelt, wo man Videos dann natürlich auch erstmal mit Noten unterlegen muss. Das heißt, die kann man bei mir bestellen. Fragen dazu bitte am besten auch telefonisch stellen oder auf meiner Homepage vorbeischauen. Da wird es relativ genau erklärt, wie sowas funktionieren könnte, welche verschiedenen Modelle es da gibt mit persönlicher Unterstützung, mit Rücksendung von euch aufgenommenen Videos, zum Beispiel ganz einfach über das Smartphone mal einen kleinen Clip aufnehmen von eurem Spielen solcher Songs mit Fragestellungen, die ihr dazu habt. Und somit kann es eine Mischung zwischen reinem Konsum von Musikvideos oder Unterrichtsvideos und einer persönlichen Beratung sein, die einem schon weiterbringt. Es ersetzt natürlich keinen normalen persönlichen Unterricht und ist vielleicht nicht ganz annähernd so direkt wie ein Skype-Unterricht, aber hat einen großen Vorteil. Man kann sich diese Videos immer anschauen, wenn man will. Man muss nicht Skype-Stunden buchen und es ist natürlich wesentlich günstiger, wie wenn ich einen Lehrer jetzt per Skype buche, wo ich rhythmisch auch überhaupt nichts machen kann, weil man ja immer diese Zeitverzögerung hat. Bei Fragen gerne anrufen, besucht meine Homepage. Viel Spaß bei dem Stück und vielen Dank. Tschüss.